Wir haben ja gestern über mich selbst gesprochen und über die Wichtigkeit, uns nicht so sehr zu identifizieren und darüber, wie befreiend es ist, wenn wir die Dinge nicht so persönlich nehmen, wie wir das sehr oft tun. Aber wir haben das gestern schon gemerkt, sobald man beginnt, über nicht selbst zu sprechen, kommt dann die Frage, ja, heißt das jetzt, dass ich kein Selbst mehr haben soll? Heißt das, dass ich nun keinen Charakter, keine Persönlichkeit mehr haben soll? Keine Eigenschaften, keine Präferenzen, keine Bedürfnisse? Sind wir dann gute Buddhistinnen und Buddhisten, wenn wir möglichst farblos werden? Oder wie Chris Cullen sagt, so ein bisschen beige? Und das ist tatsächlich ein Missverständnis, das man in diesen Dharma-Kreisen antreffen kann. Dass Praktizierende glauben, gute Buddhistinnen und Buddhisten sollten möglichst neutral werden, möglichst keine Präferenzen, möglichst keine Ecken und Kanten mehr haben. Wenn man sie dann fragt, welches Essen sie gerne hätten, sagen sie, ach, mir ist alles recht. Welche Farbe hättest du gern? Ah, alle sind gut, so. Und das gibt dann so ein Verhalten, wo jemand so immer ein bisschen lieb ist, immer nett, immer sanft, zumindest oberflächlich, aber auch so fast wie ein bisschen, es ist wie alles ein bisschen gedimmt, ein bisschen moderat, aber es kann auch ein bisschen distanziert wirken, ein bisschen abgehoben, ein bisschen beziehungslos, ja, weil da keine Person mehr ist, so. Was hier passiert, ist aber nicht, dass jemand wirklich nicht selbst realisiert hat, sondern dass Leute ein Klischee im Kopf haben, was nicht selbst heißen würde. Die haben dann das Gefühl, ja, ich muss doch mein Ich loslassen oder überwinden. Und sie meinen dann, spirituelle Praxis heißt, dass ich eben möglichst farblos werde, auf Kosten von Persönlichkeit, auf Kosten von Ausdrucksfähigkeit, auf Kosten von Individualität, auf Kosten echter Beziehungen auch. Und wir sprechen in diesem Zusammenhang von spirituellem Bypassing. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon gehört habt. Spirituelles Bypassing, so wie einen spirituellen Umweg machen. Der Psychotherapeut und Dharma-Praktizierer John Wellwood hat diesen Begriff, glaube ich, schon in den 80er Jahren geprägt. Wirklich sehr empfehlenswert, seine Bücher, Wellwood. Und damit meinen wir, dass wir versuchen, wichtige persönliche Entwicklungsschritte zu vermeiden, indem wir einfach alles Persönliche abstreifen und dann alles aus einer unpersönlichen Perspektive betrachten. Ach, das bin alles nicht ich, das hat alles nichts mit mir zu tun. Das ist eine falsch verstandene Verabsolutierung von Nicht-Selbst, welche dann wirklich negative Folgen haben kann, wenn wir uns auf einer persönlichen und relativen Ebene vor Problemen oder Konflikten drücken, weil wir dann sagen quasi, ach, ist doch eh alles leer. Ja? Warum sollte ich Rechnungen bezahlen? Warum sollte ich Konflikte lösen mit anderen Menschen? Ist doch alles nicht selbst, ist doch alles leer. Ja? Oder wir sagen, ach nein, ich habe keine Bedürfnisse, ich habe keine Emotionen, weil das ist alles so unspirituell. Und dann bewegen wir so uns in einer abstrakten Ebene und verleugnen vielleicht, dass da eigentlich drunter durchaus ein psychisches Bedürfnis wäre, zum Beispiel nach Kontakt, nach Beziehung, nach weiß auch ich was. Also es gibt so viele menschliche Bedürfnisse, psychologische Bedürfnisse, die manchmal in diesem abgehobenen Gesäusel ein bisschen verleugnet werden können. Ja? Aber es ist einfach nicht hilfreich, es ist nicht gesund, wenn wir so zentrale psychische Themen, psychologische Themen einfach unterdrücken, wenn wir so tun, wie wenn sie nicht da wären. Und es ist dann erst recht fatal,
das ist dann noch extremer, wenn eine solche falsche Sichtweise von nicht selbst dazu führt, dass Menschen ethische Verantwortung ablehnen. Also ein ganz krasser Fall war ja zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, als japanische Zen-Lehrerinnen, Lehrer vor allem, muss ich sagen, diese Nicht-Selbst-Perspektive missbrauchten, um junge Männer in den sicheren Tod zu schicken. Also diese Kamikaze-Kämpfer, da wurde einfach quasi von spirituellen Autoritäten gesagt, es gibt ja sowieso kein Selbst, das da stirbt, oder? Und dann ist es ja legitim, diese jungen Männer quasi zu opfern. Also eine falsch verstandene Nicht-Selbst-Perspektive führt uns in ein ziemlich erschreckendes, flaches, auch gleichgültiges Niemandsland, wo es keine ethische Verantwortung mehr gibt, keine lebendigen Beziehungen, keine Fürsorge, keine Liebe. Aber diese einseitige Betonung ist nicht das, was der Buddha lehrte. Das müssen wir ganz klar sehen. Und es führt auch nicht zur Befreiung, wenn wir uns vor all dem, was persönlich, was individuell ist, drücken. Der Pfad des Erwachens besteht nicht darin, dass wir alles Persönliche irgendwie hinter uns lassen und ablegen und dann zu einem farblosen, formlosen, beliebigen Nichts werden. Ja? Also es geht nicht darum, dass wir nun kein Selbst mehr haben sollen oder niemand mehr sein sollen oder dass wir uns ausbeuten lassen sollen, sondern dass wir mehr Freiheit gewinnen rund um diese ganze Thematik von Selbst. Also auch der Buddha hat durchaus in manchen Zusammenhängen durchaus von einem Selbst gesprochen. Er hat auch das Personalpronomen Ich verwendet. Er hat auch Beziehungen gehabt oder wir haben ja gestern auch über die Metta-Meditation gehört, da sprechen wir auch von einem Selbst, klar. Und das tönt vielleicht zunächst paradox. Wie soll denn das gehen? Was wir hier verstehen müssen, ist, dass es nicht darum geht, dass wir jetzt kein Selbst mehr haben sollen oder dass wir das Ego auflösen oder brechen sollen, wie es manchmal heißt in gewissen spirituellen Traditionen, sondern um die Einsicht, die versteht, dass das Selbst relativ ist, bedingt ist, dass es nur eine Fabrikation ist. Es gibt kein absolutes Selbst, aber es gibt ein relatives Selbst, es gibt ein bedingt entstandenes Selbst. Versteht ihr den Unterschied? Es gibt ein Selbst, aber das Selbst ist bedingt entstanden, gemacht vom Geist. Es ist nicht absolut im Sinne von, dass es unabhängig vom ganzen Kosmos existiert. Es entsteht aus ganz vielen Bedingungen, aber auf dieser bedingten Ebene existiert es. Aber es ist veränderlich. Ja? Also wenn wir das wirklich verstehen, dass das Selbst in einem bedingten Sinn besteht, existiert, dann nehmen wir keine Selbstdefinition mehr so tierisch ernst. Wir erkennen die Relativität aller Selbstdefinitionen. Wir sehen, wie das Selbst ständig neue Formen annimmt. Es ist einfach ein ewiger Tanz von Fabrikationen, die da entstehen. Mal bin ich das, mal bin ich das, mal bin ich was anderes. Es ist nicht eindeutig festlegbar. Kein Selbstbild, wer wir zu glauben sein meinen, ist absolut, ewig, unveränderlich. Es ist immer nur eine temporäre Gestalt, unser Ich. Und wenn wir das gut verstehen, dann haften wir nicht mehr so daran. Wir sind weniger gebunden. Ja. Also wenn ich zum Beispiel ein Selbstbild habe, ja, ich bin sehr sportlich und dann passiert mir etwas, mein Körper wird krank und ich bin nicht mehr so sportlich. Wenn ich weiß, okay, das war einfach ein relatives Selbstbild, das ist jetzt vorbei, dann leide ich weniger, als wenn ich mich zu sehr mit diesem Selbstbild identifiziert habe.
Also auf der relativen Ebene, auf der bedingten Ebene gibt es ein Selbst und es ist auch psychologisch gesehen nötig und gesund, ein solches Selbst zu haben, damit wir an dieser Welt teilhaben können, damit wir auf der konventionellen Ebene leben können, damit wir in Beziehung sein können zu anderen Wesen. Und zu einem gesunden Selbst gehört zum Beispiel, gut im Kontakt zu sein mit sich selbst gut zu spüren. Da hilft uns die Achtsamkeit, dass wir uns selber wahrnehmen, dass wir spüren, wie geht's mir denn eigentlich? Und dass wir dazu auch stehen können. Ja, da ist jetzt gerade dieses und dieses Gefühl, da sind diese und diese Körperempfindungen. Ich weiß, was ich jetzt gerade erlebe. Es heißt auch, gut im Kontakt zu sein mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Werten, mit unseren Anliegen. Gut zu wissen, was ist mir wirklich wichtig, was zählt für mich in meinem Leben. Wenn alles quasi falsch verstanden, nicht selbst ist, dann ist ja alles ein bisschen egal. Dann gibt es auch keine Werte mehr, keine Bedeutung mehr, nichts mehr, was mich wirklich, wirklich begeistern kann oder inspirieren kann. Und auf einer relativen Ebene brauchen wir aber so ein klares Spüren und Wissen, was sind mir meine wichtigsten Anliegen, was möchte ich denn? Wofür will ich mein Leben auch einsetzen? Ja. Zu einem guten, gesunden Selbst gehört auch, dass wir klare Grenzen haben und diese Grenzen auch auf eine gute Weise aufrechterhalten können. Zum Beispiel Nein sagen lernen, ja. Sich abgrenzen lernen. Nicht aggressiv, nicht mit Hass, nicht mit Aversion, aber einfach wissen, auf einer relativen Ebene hat zum Beispiel das Selbst eine begrenzte Energie zur Verfügung, begrenzte Zeit. Wir können nicht endlos für alle da sein und alles machen. Wir müssen diese relative, bedingte Existenz anerkennen und anerkennen, jedes Lebewesen hat nun mal gewisse Limiten auf einer bedingten Ebene und da auch zu lernen, Nein zu sagen, tut mir leid, ich habe keine Kapazität im Moment. Zu einem gesunden Selbst gehört Authentizität, dass wir das, was wir spüren, auch ausdrücken, auch formulieren können, dass wir nicht vorgeben, jemand anders zu sein, sondern wirklich aus dem, was wir spüren, heraus reden und handeln und sprechen. Zu einem gesunden Selbst gehören auch gute Beziehungen, beziehungsfähig zu sein, liebesfähig zu sein. Also die Fähigkeit, auch wirklich Kontakt zu haben. Da braucht es Persönlichkeit. Ohne Persönlichkeit ist auch keine echte Beziehung möglich. Und das sehen wir auch beim Buddha. Der Buddha hatte die Leerheit aller Phänomene zutiefst realisiert. Was ja eindeutig ist, aber gleichzeitig hatte der Buddha durchaus auch die Fähigkeit, zu gewissen Zeiten ganz klar Grenzen zu setzen. Der Buddha konnte sehr, sehr klar sein. Er konnte sehr eindeutig auch sagen, nein, da mache ich nicht mit oder das weise ich zurück. Der Buddha hatte auch Beziehungen. Er hatte auch zum Beispiel eine persönliche Zuneigung zu seinem engsten Diener und Cousin, zu Ananda, die waren sich sehr nahe. Da war durchaus ein persönliches Buddha. Der Buddha war nicht ein farbloses Ding. Er war ein Mensch, ein Mann mit einer gewissen Persönlichkeit, mit einer gewissen Kraft, mit einer Fähigkeit, auch Nein zu sagen. Ja? Also da war durchaus Persönlichkeit und gleichzeitig tiefe, tiefe Einsicht, dass das letztlich nicht eher in einem absoluten Sinn. Zu einem gesunden Selbst gehört auch persönliches Wachstum. Also diese Entwicklung von Individualität, von Persönlichkeit, von Autonomie. Und das ist ein Entwicklungsprozess, der eigentlich über das gesamte Erwachsenenalter hinweg weitergeht. Eine Entwicklung, die uns immer tiefer erkennen lässt, wie wir biografisch geworden sind, wer wir sind auf einer relativen Ebene und wo wir dann auch lernen, weiterzuwachsen, bewusst,
mit unserer Geschichte umzugehen, auf eine geschickte, gesunde Art mit dem umzugehen, was wir biografisch mitbekommen haben, und dann mehr und mehr unseren eigenen Weg auch bewusst zu gestalten, Entscheidungen zu fällen. Das hat auch mit einem gesunden Selbst zu tun, dass wir aus dem guten Spüren heraus, wer wir sind, mehr und mehr auch unseren Weg gestalten und wählen und sagen, da möchte ich hin, da nicht. Okay, dann muss ich aber auch Verantwortung übernehmen und vielleicht auch mal Leute enttäuschen. Ich kann es nicht allen recht machen, ich muss auch wirklich mir selber da treu bleiben. Also für sich einstehen können, für sich selber Verantwortung übernehmen, nicht in einem Modus bleiben von, ach, mir ist alles egal und ja, ich bin sowieso nicht existent und so, sondern ich muss auf dieser relativen Ebene in der Welt der Formen, in der Welt der Manifestationen meinen Weg finden. Und das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Ich glaube, das ist heute, in unserer heutigen Zeit, in der postmodernen, postindustriellen Gesellschaft noch viel, viel wichtiger als zu Zeiten des Buddha. Also während der Eisenzeit. Es ist eine Welt heute, in der wir viel, viel individueller unterwegs sind als im alten Indien. Wir werden nicht einfach in eine bestimmte Rolle hineingepfercht. Wir haben viel mehr Wahlmöglichkeiten. Aber wir haben auch in dieser modernen Gesellschaft den Druck, ein Stück weit unseren Weg und unseren Platz eben auch zu finden. Und das ist nicht zu vergleichen mit einer altindischen Gesellschaft, wo es klar war, wer als Sohn eines Bauern geboren wurde, wurde auch wieder Bauer. Da war nicht viel Individualität nötig. Aber in der heutigen Gesellschaft sieht das ganz, ganz anders aus. Also, wir haben zwei wichtige Entwicklungen, die sich im besten Fall gegenseitig unterstützen. Wir haben eine persönlich-psychologische Entwicklungsdimension und wir haben eine spirituelle Entwicklungsdimension. Ken Wilber spricht von Growing Up einerseits und Waking Up andererseits, also Erwachsenwerden einerseits und Aufwachen andererseits. Und es braucht beides. Viele Leute sind einfach von ihrer Persönlichkeit her vielleicht mehr am einen oder am anderen interessiert. Es gibt Leute, die interessieren sich hauptsächlich für diese psychologische Ebene, für biografische Themen, wer sie sind, woher das kommt, was das mit ihrer Geschichte zu tun hat, für all diese psychologischen Ebenen. Und es gibt andere Leute, die interessieren sich mehr für diese unpersönliche Ebene von Nicht-Selbst, diese absolute Ebene von Leerheit aller Phänomene. Das ist auch okay, aber ich denke, längerfristig ist es gut, wenn wir beide Perspektiven integrieren lernen, wenn wir beiden ein Stück weit Rechnung tragen. Ich kenne Dharma-Praktizierende, die nach 40, 50 Jahren intensiver Dharma-Praxis plötzlich gemerkt haben, dass es doch in ihrem Leben Themen gab, die eine psychologisch-psychotherapeutische Aufarbeitung benötigten. Obwohl sie durchaus Leerheit des Selbst gesehen hatten, realisiert hatten, haben sie zum Beispiel gemerkt, dass sie gar nie gelernt hatten, ihre Gefühle auf eine gesunde Art in Beziehungen zum Ausdruck zu bringen. Das ist eine Fähigkeit, die man lernen muss. Klar kann man sagen, ich sehe, dass all meine neurotischen Muster nicht ich sind, nicht selbst sind. Aber wie lebe ich eine Beziehung im konkreten Alltag auf eine gesunde Art und Weise? Das ist ein Skill, eine Fähigkeit, die man lernen muss. Da muss man vielleicht wirklich auf einer anderen Ebene ansetzen. Und umgekehrt gibt es manche Leute, die haben viele, viele Jahre Psychotherapie gemacht, die haben sich intensiv mit ihrer Biografie, ihren Mustern auseinandergesetzt und haben es irgendwann satt, können es einfach nicht mehr hören und finden es dann unglaublich befreiend zu entdecken,
ach, all diese Dramen, das bin ja gar nicht ich auf einer tiefen Ebene. Ja? Zwei Perspektiven, zwei Sichtweisen. Und das Wichtige, denke ich, ist Flexibilität im Hinblick auf diese beiden Sichtweisen. Nicht entweder nur diese relative Selbstperspektive oder die absolute Nicht-Selbstperspektive, Leerheit, sondern ein flexibler Umgang mit diesen Betrachtungsweisen. Zu sagen, dass das Selbst existiert, ist ein Extrem. Zu sagen, dass das Selbst nicht existiert, ist auch ein Extrem. Also gehen wir den mittleren Pfad. Das Problem ist nur, wenn wir eine Perspektive verabsolutieren, auf Kosten der anderen. Aber in Wahrheit lassen die sich gar nie wirklich trennen, diese universelle, absolute Perspektive von Nicht-Selbst, von der Perspektive des Selbst, des Persönlichen. Es wäre so wichtig, wenn wir sehen, dass die eigentlich immer zur Verfügung sind, in jedem Moment. Da ist eine Gleichzeitigkeit. Es ist nur eine Frage, mit welchem Blick gucken wir. Und so können wir in jeder Situation auch zwischen beiden Perspektiven wechseln, weil immer beide möglich sind. Zum Beispiel, als vor einigen Jahren mein Vater gestorben ist, da war ich natürlich auf einer sehr persönlichen Ebene am Trauern. Ich habe getrauert um meinen Vater. Es war nicht der Vater von irgendeiner anderen Person XY, es war mein Vater, mit dem ich aufgrund meiner Geschichte verbunden war, klar. Und das war auch wichtig, diese Trauer zuzulassen. Es war sehr persönlich, sehr spezifisch. Und gleichzeitig hat mir die Perspektive von Nicht-Selbst, aber auch von Vergänglichkeit, von Leidhaftigkeit geholfen, auch das Unpersönliche darin zu sehen. Also es ist gleichzeitig, versteht ihr? Es ist immer auf eine Weise persönlich, wir können es so anschauen, und es ist auch nicht persönlich, wir können es auch so anschauen. Robbe Bea schreibt, obwohl alle Selbstbilder und alle Dinge fabriziert sind, bedeutet diese Leerheit des Selbst und der Phänomene nicht, dass wir uns nicht mit dem Selbst oder irgendwelchen Phänomenen auf einer konventionellen Ebene befassen und sie betrachten können. Ein Teil der Freiheit, die mit jedem Grad der Verwirklichung von Leerheit einhergeht, ist die Freiheit, auf unterschiedliche Weise zu betrachten. Ja? Die Freiheit, wie wir gucken. Die Freiheit unserer Sichtweise. Also es geht nicht darum, wie sind die Dinge da draußen, sondern wie ist mein Blick darauf? Das ist entscheidend, das ist radikal, weil es wirft uns zurück auf uns selbst. Wie schaue ich, durch welche Brille schaue ich in jedem Moment? Nicht, wie ist es dort draußen unabhängig von mir, weil es ist immer abhängig von meiner Betrachtungsweise. Auch spirituelles Wachstum muss sich auf einer sehr persönlichen Ebene zeigen, in unserer ganz einzigartigen individuellen Form. Also wir sind wirklich eingeladen, das, was wir an unpersönlicher Einsicht entwickelt haben, in unserem ganz individuellen persönlichen Leben Ausdruck zu verleihen. Hier, da, wo ich gerade wohne, an meinem Wohnort, in meinen Beziehungen, an meinem Arbeitsplatz, da muss ich das, was ich vom Unpersönlichen verstanden habe, schlussendlich auf eine relative Ebene bringen und manifestieren. Das wäre doch eine Einladung, wenn wir die Einsicht in Leerheit, in Nicht-Selbst, in uns selbst, in unserem Verhalten manifestieren könnten, durch unser Selbst, durch unsere Persönlichkeit und nicht indem wir zu einer Kopie von anderen werden. Jack Kornfield hat es so formuliert: Ein erfüllendes spirituelles Leben kann niemals durch Nachahmung erreicht werden.
es muss durch unsere besonderen Gaben als ein Mensch auf dieser Erde erstrahlen. Dies ist die Perle, die von höchstem Wert ist. Indem wir unser eigenes, einzigartiges Schicksal ehren, erlauben wir unserem persönlichsten Leben, ein Ausdruck des Buddha in einer neuen Form zu werden. Also wagen wir es, unsere Farbigkeit, unsere Vieldimensionalität, unsere Eigenheiten zu leben, uns daran zu erfreuen, wer wir sind. Ganz, ganz einzigartig und unwiederholbar. Und können wir gleichzeitig mit einem Augenzwinkern wissen, dass all dies nicht absolut definiert, wer ich bin? Im Herzsutra heißt es ja, Leerheit, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Und das drückt genau diese Gleichzeitigkeit und Untrennbarkeit der relativen Welt der Erscheinungen aus mit der Leerheit aller Erscheinungen, Leerheit von einem Selbst. Also wir wollen diese beiden Sichtweisen nicht gegeneinander ausspielen, nicht trennen, sondern erkennen, dass unser Selbst in seiner ganz spezifischen Eigenart und Persönlichkeit immer schon auch nicht selbst war. Ja, ich möchte abschließen mit ein paar Zeilen von Lama Suryadas. Nein, ich bin nicht, was ich denke, ich bin. Ich habe eine falsche Sichtweise von mir selbst. Tatsächlich weiß ich noch nicht einmal, wer ich bin oder wer oder was ich sein sollte. Also bin ich frei, es herauszufinden, jeden Tag, jeden Augenblick, Moment für Moment, jetzt und immer da.